Mein Name ist Herbert Brönnung, habt ihr vielleicht gehört. Ich treibe mich schon eine Weile hier in der Pearl-Gemeinschaft rum. Moderator auf Pearl.de Pearl, habe ich auch schon ein paar Vorträge gemacht, sogar Module auf CPAN etc. etc. Und als ich mir überlegt habe, worüber könnte ich denn dieses Jahr auf dem deutschen Pearl-Workshop reden, haben sich zwar ein paar Themen angeboten, aber da dachte ich, nee, ist alles noch nicht so weit. Ich würde gerne mal was machen, was in sich fertig ist, was funktioniert, wo ich auch wirklich was euch erzählen kann, von dem, wo ihr was nach Hause nehmen könnt, wo ihr so ein bisschen das Gefühl habt, was gelernt zu haben oder auch ein bisschen Erfahrung dabei ist, ja, wo ich nicht nur irgendwas ablese, was ihr, oder aberzähle, was ihr irgendwo anders auch nachlesen könnt. Und da habe ich mir halt überlegt, ich habe doch mal vor 2 Jahren ungefähr dieses Modul geschrieben, damals als Prüfungsvorbereitung, so ein bisschen Matrix-Mathe, also ja, nichts Ernsthaftes, ja, Kolesky, Kraut, was man so kennt. Also basiert auch alles bloß auf Plus und Mal und das ist ein trivialen Ding. Und obwohl Perl 6 eigentlich eine so schöne Sprache ist und das wirklich Spaß macht zu programmieren, habe für die ganze Geschichte eigentlich mehr Zeit gebraucht, als mir das eigentlich lieb war. Da dachte ich, da könnte ich doch so einen Vortrag halten, um euch zu sagen, guck mal da und da und da, da sind folgende Fallen, da müsst ihr nicht unbedingt reinfallen. Ja? Und Perl 6 ist an manchen Stellen auch ein bisschen strenger und das kann manchmal ein bisschen nervig werden, wenn man es auch nicht vorher gerade erwartet. Ja? Wie gesagt, das ist die Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Das war damals 2016, als ich größtenteils sie programmiert habe. Und das ist halt jetzt. Ich habe sozusagen als Vorbereitung für den Vortrag noch ein bisschen hack-hack dran rumgeschrieben, ein bisschen optimiert. Und bis auf Eigenwerte und Eigenvektoren ist da so ziemlich alles dabei, was man sich für Matrizen eigentlich wünschen kann. Ja? So ein ziemlich komplettes Paket halt. Deswegen wird mein Vortrag ist so ein bisschen dreigeteilt. Ich will mal kurz vorstellen, was so zu so einer P6-Distro dazugehört. Haben wir ja schon einige Vorträge hier gehabt über Packaging. Deswegen halte ich mich da so oder so kurz. Das zweite ist halt Perl Best Practices. Damit meine ich so ein bisschen Gedanken, die man sich macht, wenn ich jetzt Modul schreibe. Und selbst für Leute, die von euch jetzt auch nicht unbedingt vorhaben, Perl 6 zu schreiben oder gleich nächste Woche anfangen, Perl 6 zu schreiben, denke ich mal, ist das trotzdem ein bisschen nützlich, sich für solche Sachen Gedanken zu machen, um einfach ein bisschen reflektieren, was guten Code eigentlich ausmacht. Und wie gesagt, den dritten, im lustigen Teil, das sind halt so ein paar Fallen, in die ich reingefallen bin und wo wir uns drüber herzlich im Bauch schütten können und Fehler, die ihr nicht unbedingt wiederholen müsst. Ja? Gut, soweit Fragen, aber eigentlich klar, ne? Was zu so einer Perl 6-Distribution gehört, ist eigentlich nicht kompliziert und auch sehr gut dokumentiert, deswegen halte ich mich ja kurz. Ich denke mal, die meisten von euch haben auch schon mal ein Modul auf CPAN Release oder wenigstens ein Modul geschrieben, sodass eigentlich das meiste bekannt ist. Im Prinzip, was ich hier nur bekannt geben werde, ist fast das Gleiche habt ihr im Perl 6 auch. Ja? Es gibt da, mittlerweile haben wir schon 1077 Module, ist gar nicht so schlecht, das heißt stetig am Wachsen und das meiste gibt es halt wirklich auf modules.perl6.org erklärt. Ja. Wie gesagt, da gibt es nämlich so einen schönen Link drüber, wo da steht Create your Module, das ist oben rechts und da ist eine schöne Zusammenfassung. Ja. Der p6c.org, das ist der Development-Server. Da werden die ganz ein paar Sachen gehostet. Da sind auch noch mal ein paar Erklärungen für tiefgreifende Sachen. Ja. Zurzeit ist man bemüht, die meisten Perl 6 Module, die auf GitHub gehostet sind, ins CPAN zu schieben, weil Liz hat das erst vor 2-3 Monaten geschafft, jetzt einen Automatismus zu machen, dass der Modulinstaller von Perl 6, der CEF heißt, dass der Sachen auch von CPAN abgrasen kann und jetzt aber die Migration ist noch schleppend. Das ist wirklich eher eine kleinere Minderheit, die auf CPAN sind. Wenn man so eine Suche macht,
dann kriegt man gerade mal 171 Treffer, das heißt, es sind gerade mal 10%. Das heißt, 90% sind halt immer noch auf GitHub, der Per6-Module. Wenn ich eins der Module, die auch immer noch auf GitHub sind, das ist DDT. Das ist sowas ähnliches wie Module Starter, wo man halt so einen kleinen Rahmen hat, so eine Meta-YAML und was man so halt so für eine Distro halt braucht. Aber das müsst ihr nicht unbedingt benutzen, weil so viel ist das nicht. Also wenn ihr arg tippfaul seid, gerne, aber ich habe das halt nicht gebraucht. Ja. Die Verzeichnisse, das sind halt die üblichen Verdächtigen oder Bekannten aus der Perl-5-Welt. Wir haben T-Verzeichnis für die Tests, das Lib für den Code oder Bin-Verzeichnis für die Skripte. Ja, nothing to see hier. Und auch die Dateien sind soweit alte Bekannte. Ne? Wir haben das License-File und sozusagen das Meta-File, halt Meta6, weil es hier um Per6 geht. Eine README wäre auch nicht schlecht, also gerade weil wir uns hier auf GitHub sehen und da sozusagen deine Frontpage ist. Das, was hier ein bisschen, ne, Changelog optional, das, was hier ein bisschen anders ist, ist halt die Travis-YAML und die AppWayor-YAML. Travis wurde ja schon besprochen in anderen Vorträgen. Zu AppWayor habe ich auch gestern auch sowas zwischengequatscht. Das sind eigentlich so CI-Dienste. Ja. Da gibt es eigentlich auch schon fertige Skripte, oder könnt ihr euch auch das abgraben von unserem Modul Math Matrix. Zwei, drei Stellen anpassen, so habe ich es auch gemacht. Und da ist jetzt auch keine Magie dahinter. Und das läuft einfach. Das müsst ihr aber in eurem Projekt in GitHub dann halt aber anmelden, dass ihr das nutzen wollt. Wie gesagt, Travis läuft halt unter einem Linux-artigen System, AppWayor halt unter Windows, weil es ja auch Microsoft Foundation, nicht Foundation, aber Microsoft-Kram ist. Empfiehlt sich aber nur, wenn ihr halt wirklich plattformspezifische Sachen habt. Ich habe es eigentlich nur mal gemacht als Übung, weil ich denke mal, wenn ich einen Vortrag darüber halte, wollte ich es wenigstens mal ausprobiert haben, damit ich weiß, worüber ich rede. Also. Genau. Und unter Lib. Also die Math Matrix, also PM6, ne, weil es ein Per6-Modul ist, obwohl PM würde halt auch gehen, sind halt unter dem Pfad Math, also das Pfadschema ist halt ein Per6, das gleiche wie ein Per5. Soweit nicht zu sehen. License-File, no comment. Wie gesagt, das ist halt meine Travis-YAML. Da guckt im Prinzip keiner rein. Also einfach Copy anpassen. Also, und das ist auch, wie gesagt, nichts Kompliziertes. Ja. Wie gesagt, AppWayor, der gleiche Spaß. Zu einem README oder Changelog, was soll ich dazu sagen? Die Meta6-JSON ist schon ein bisschen interessanter, weil die ein bisschen mächtiger ist als das, was man vom CPAN her kennt. Ja? Die dunkelroten Keywords, die sind Pflicht, die müssen dabei sein. Und bei den orangenen hat man halt ein paar Möglichkeiten mehr, die man halt in Perl5 nicht hat. Ja? Wie gesagt, so sah das halt in unserem Fall an. Klar, Version 6c, Name, Lizenz. Soweit wie bekannt. Was halt schon interessanter ist, dass man die Quelle dediziert angibt. Ja? Dass zum Beispiel, dass man hier direkt angibt, dass das Ding offiziell aus dem GitHub gezogen wird, weil ja auch die ganzen Installer, bis jetzt auch Ceph, wenn das ja ein Per6-Modul installiert, das zieht sich das ja auch aus dem Repository unter GitHub. Ja? Die Abhängigkeiten, das ist soweit auch klar. Wie gesagt, bei den Autoren, ja, könnte ich natürlich meine CPAN-ID angeben, aber da es ja GitHub ist, praktisch habe ich ja meine GitHub-ID eingegeben. Sinnig, ja. Provides ist auch so eine Sache, die gibt es nicht unter Perl5. Ja, dass ich praktisch, ich meine, wir haben hier nur unser Hauptmodul, die Math Matrix PM, aber die geben, wir hätten jetzt zu dem Paket gehört noch andere Modules, die man auch unabhängig usen kann, die könnte ich halt ja alle angeben. Ne? Immer der Name und die eigentliche Datei, die dazugehört. Eigentlich auch ganz einfach. Und nichts übersehen, Tags. Die sind eigentlich ziemlich praktisch, weil, wie gesagt, wir haben ja mittlerweile schon jetzt über 1000 Module. Und damit man sich da auch zurechtfindet, gibt es unter modules.per6.org dann langsam mal Tags, auf die man klicken kann, wo man schon mal eine themenspezifische Vorauswahl hat. Und diese funktioniert aufgrund dieser Tags, die im Meta-File drin sind. Ja? Das heißt, damit euer Modul auch gefunden wird, sollte man es nicht vernachlässigen. Genau.
Tests sollten halt auch sein. Und wie ihr seht, das Testmodul heißt, ne, Use Test. Auch nicht die große Offenbarung, eigentlich alles wie zu Hause. Ne? Ich habe einen Plan, ich mache mit okay Tests. Ich glaube, dazu wollt ihr auch nicht wirklich eine Erläuterung haben. Ja? Eine Sache, die ich eigentlich ziemlich schön und praktisch fand, da die Test PM6 auch Subtests unterstützt, ist das ziemlich praktisch, weil man ja fügt ja mit der Zeit immer noch ein paar Tests hinzu und noch hinzu, und damit man nicht ständig mal den Plan ändern muss, oder halt nicht in der Datei mal ständig runter cruisen kann, fand ich das ziemlich praktisch, dass in meinem Oberplan sozusagen nur die Anzahl der Themengebiete hat, und dann habe ich in den Subtests dann sozusagen Unterpläne. Ja? Und dann habe ich das, die sind halt, da die ja näher stehen hinter der Zeile, die ich gerade geändert habe, lässt sich das leichter anpassen. Und in dem Output sieht man das trotzdem immer noch, wer was gerade fehlgeschlagen an welcher Zeile. Das war so eine Kleinigkeit, die ich ziemlich praktisch fand. Und was auch ein der Hauptunterschied zwischen Perl 5 und Perl 6 ist: Es gibt ja kein Test Exception, sondern das, was Test Exception bereitstellt und halt eigentlich auch ziemlich sehr praktisch ist, wird von Test auch gewiesen. Das heißt, Dice oder Lips, okay, ja, die Sachen kann man auch abgreifen. Und man hat Fehlermeldungen. Manchmal will man als Tester direkt Fehlermeldungen provozieren, um zu zeigen, dass es ja ein Fall, der explizit fehlschlägt. Wie gesagt, das ist halt das, was TestPM halt kann, und das ist ungefähr, was TestMore plus TestException mit ein, zwei Randfällen ist ungefähr. Ja, und das ist halt das, was man als Core-Modul mitbekommt. Was bedeuten die Farben? Die Farben bedeuten in dem Fall, die dunkelroten, das sind Sachen, die man auf alle Fälle von Perl 5 kennt, und die grünen, die sind halt, die gehören nicht zum Standardrepertoire von TestMore, weil zum Beispiel ist deeply, das hat man schon in erweiterten Modulen. Ja? Also ein Like hat man, aber ich glaube, ein Unlike gibt es nicht. Ja, da musst du schon Not Like schreiben in Perl 5, wenn ich mich jetzt nicht total falsch liege. Ja, und wie gesagt, das sind diese Exception-Sachen oder Flunk. Ich glaube, Bailout gibt es doch, da habe ich Fehler gemacht. Ja. Wie gesagt, das mit dem Dice okay habe ich schon erwähnt. Dann gibt es natürlich auch noch das Modul Test Meta, was das Meta-File testet. Ja, klar. Ne? Und noch drei, vier Module, die auch wirklich praktisch sind. Ne? When für optionale Tests, die hat sozusagen nur wenn das Netz da ist, ja, oder solche Sachen, den Output oder Sockets oder einen Serverport testen kann. Ja, so ein paar Werkzeuge haben wir schon da. Und auch für tiefer gehende Tests, dass ich Objekte merken kann, oder das ist dieses Scientist-Framework, das haben wir als Test-Lab-Port oder Test-ML. Also ein bisschen was ist schon da. Oder manchmal habe ich, wenn ich ganz brutal war, dann nochmal Ceph-Install mit Force gemacht, und dann habe ich sozusagen meine Buggy-Version, wo die Tests nicht durchgelaufen sind, den gezwungen, die zu installieren, und haben dann manuell drauf rumgehämmert. Das war sozusagen meine Waffe von Last Resort. Gut. Ich denke mal, das war eigentlich fast hart an der Grenze zur Banalität. Dazu sind ja nicht noch weitere Fragen, ne? Oder? Wollt ihr noch irgendwas wissen zu einer, was so ein Dis zu einer Perl-6-Distro dazugehören? Gut. Kommen wir zu den sogenannten PBB. Alles wie zu Hause, soweit. Nicht ganz. Zum Beispiel Need ist, wenn man ein Paket halt zur Compile-Time lädt, aber halt nichts importiert. Ja. Es gibt halt ein paar Befehle mehr. Eine Sache, die sich auch geändert hat, ist dieser Unit-Befehl. Das ist aber eigentlich nur eine Klammerung. Also es ist auch eine Sache, die sich in den letzten Jahren nochmal geändert hat. Das heißt, ich kann entweder eine Klasse oder Modul oder ein Package mit geschweiften Klammern setzen. Dann habe ich halt einen Scope, der mit den geschweiften Klammern wie auch sonst gekennzeichnet ist. Wenn ich aber jetzt eine Klasse oder Modul habe, was über das ganze File geht, das mit einem Semikolon hier abgeschlossen wird, ja, und dann halt den Rest des Files gilt, der Namespace, dann muss ein Unit davor sein, ja. Das heißt, wenn er anfängt mit eurer Klasse und
sowas Großes habt, müsst ihr unbedingt Unit verwenden. Ja, da wir Perl 6 haben, ne, V6C, der Befehl würde ja genauso gut unter Perl 5 auch verstehen. Das war auch ziemlich gut gelöst, dass man halt selbst der Perl 5 Compiler dann jetzt ein bisschen unter A, das ist eine höhere Version. Ja, da braucht man halt einen anderen Compiler. Genau, das, wie gesagt, das Unit, das funktioniert sowohl mit Class, Role oder Module. Ja, das hat wirklich was mit den Klammern zu tun. Dann hat man den Begriff, dann hat man sozusagen noch Attributierung, ja, zum Beispiel Versionsnummer mit VR oder Authentifizierung, also aus welcher Quelle das stammt. Es gibt noch ein paar Schlüssel mehr, das sind die üblichen, die jeder verwendet, ja, die man dran schreibt. Natürlich steht die Versionsnummer ja auch nochmal im Metafile und sowas wie Desel, wo das automatisch gepflegt wird, gibt es in der Form noch nicht, aber weil der Use-Befehl kann auch checken, ob die Versionsnummer geladen ist, die man möchte. Ja? Und das wird halt gecheckt gegen den Betrag, der hier angegeben wird und nicht das, was im Metafile ist. Ne? Das, was im Metafile ist, das interessiert nur Ceph. Ja? Dieses Auth für die Autorisierung, Ja. das schreibe ich in mein Modul rein Ja. und es kann dann, geht es da um die Installation oder kann der verwendende Code das irgendwie abfragen? Naja, das ist, oder ich glaube, das ist sogar Author. Naja, das hat was damit zu tun, wenn zwei Autoren das gleiche Modul schreiben wollen. Wenn du dein eigenes DBIX-Class hast und ich will aber das andere von dem anderen haben, dann sage ich hier use das und das vom Author, das. Und dann kann der use-Befehl daran entscheiden. Damit wir solche Konflikte umgehen können. Deswegen wurde das eingeführt. Und das habe ich jetzt nur umgebrochen, damit das hier drauf passt. Aber das schreibt man ohne Leerzeichen dann weg. Wenn da Leerzeichen normalerweise macht, dann gibt es dann schon Error. Genau. Das war sozusagen die erste Zeile unseres schönen neuen Moduls. Ja, man muss sich auch immer überlegen, was man in ein anderes Modul auslagert. Wir haben zum Beispiel so ein BIMU. Das hat so Lazy Attributes, muss man selber programmieren. Das haben wir Atto ausgelagert. Und natürlich, was man auch sich am Anfang überlegt, ist die Datentypen. Ja? Da ja Perl 6 voll typisiert ist, zum Glück halt optional, aber trotzdem, ist das eigentlich noch, bevor man sich über die Struktur des Moduls richtig Gedanken macht, und erstmal darüber nachdenkt, was es tun sollen, dass man sich erstmal von Datentypen halt festlegt, ja, um erstmal so eine grobe Richtung zu haben. Ich habe mich dafür entschieden, zum Beispiel, dass die Matrix halt mit Numeric arbeitet. Das ist sozusagen der Oberdatentyp für alle Zahlen. Da hängt noch Oberreal, Überreal. Das heißt, er schließt sogar die komplexen Zahlen an, weil ich will auch so hermetische Matrizen und solche Sachen einschließen, die halt auf komplexen Zahlen basieren. Das ist alles, was dieses Modul abdeckt. Und da ich halt auch mit komplexen Zahlen rechne, muss ich halt Numeric nehmen. Ja? Wie gesagt, das ist jetzt nur ein triviales Beispiel als positiver Int, weil ich mich auch dafür entschieden habe, keine leeren Matrizen. Das heißt, mindestens eine Zeile oder mindestens eine Spalte sollte schon bitteschön da sein. Ja? Und deswegen nutze ich an manchen Stellen halt diesen eigenen selbstgemachten Datentyp von Positiv-Int. Ja, das ist halt besser, wenn man es halt einmal definiert und dann immer wieder verwendet, verhindert einfach Fehler. Ja? Ich könnte das natürlich auch jedes Mal so in der Signatur dazu schreiben, aber halt potenzielle Fehlerquelle. Ja? Sondern ich schreibe das halt dann so in der Signatur. Ja? Mein sehr eigener Typ, die Variable und das alles im Glück. Was leider noch nicht so geht, das ist, wenn ich jetzt eine Liste an Werten habe und die müssen alle numeric sein. Das muss ich dann wirklich so in die Signatur schreiben. Darüber habe ich mich gestern mit Jonathan noch ausgetauscht. So weit sind wir noch nicht. Ja. Dann macht man das entweder so, ja, oder aber die meiste Zeit mache ich das so. Ich habe dann wieder einen eigenen Typ definiert, NumList. Und dann checke ich später, mache ich Eigenfehlermeldung, Fail, so dot dot dot, so unless und der Array ist von NumList. Ja. Das gibt mir sogar noch den Vorteil, weil wenn ich das so machen würde, dann könnte
in Rose sowohl eine Liste fressen, aber Rose kann ja auch ein Array fressen. Ja? Und manchmal, wenn ich mit dem Syntax ganz spezifisch sein will, das heißt, ich akzeptiere nur Arrays, aber keine Listen, ja? Da wird ein Unterschied gemacht in Perl 6. Dann, weil ich habe nämlich zwei Typen, ne? einmal hier eine NumList of List und dann habe ich NumArray of Array. Ja? Und wenn ich sage dann NumArray, dann wirklich nimmt er nur den Array und bei einer Liste sagt er schon, nee. Ja? Allerdings, wenn ich Liste sage, dann nimmt er den Arrays auch. Und natürlich, was man auch schreiben könnte, weil eine Matrize ist ja natürlich zweidimensional, halt Zeilen und Spalten, diesen Check kann ich natürlich auch machen. Ne? Habe ich ein Array of Arrays und wenn die ganzen gegen Numeric matchen, das ist auch ein netter Shortcut. Wie gesagt, gibt es eine ganze Menge davon in Perl 6. Ja, und hier dot all, ne, wenn dot vor einer Methode steht, dann ist das immer auf Dollar Underscore. Ja. Übrigens, das Sternchen ist auch wie so eine Art von Dollar Underscore plus Whatever-Operator. Richtig. Und zwar die Unterscheidung ist folgendes. Dollar Underscore hast du natürlich immer einen Block. Ja, du hast entweder eine Subroutine oder einen Pointy-Block, das heißt in der Schleife, in die er was reinschmeißt. Und die Standardvariable, das heißt Iteratorvariable in der Schleife oder der Standardwert in dem Block, der ist ein Dollar Underscore. Ja? Aber das Wort Whatever ist noch ein bisschen mächtiger. Das heißt, da kann ich mir das sparen, da muss ich keine Curly Braces drumherum setzen. Ja, sondern da macht er mir die Curly Braces automatisch und das sind dann die automatischen, dann, die in diesen Block reinkommen, die Parameter. Ja, da ist ein bisschen mehr Magie mehr mit drin. Funktioniert aber nicht immer, das werden wir noch sehen. Es gibt so ein, zwei Fälle, wo er bei dem Tipp wahrscheinlich. Ja. Gut. Was natürlich mit das Essentiellste beim Checking bei einer Matrix ist natürlich gucken, ob ja, die Indexe. Und das, darüber habe ich gestern mit Jonathan auch gesprochen. Da müssen wir wahrscheinlich eine neue Art von objektorientierten Subtypen einführen, weil im Moment kriege ich halt eine harte Fehlermeldung. Ich habe halt keinen Zugriff auf Self und damit auf keinen privaten Attribute innerhalb dem Signaturcheckings. Ja? Das heißt, das musste ich wirklich in eine zentrale, also Submethod werden nicht mit vererbt. Ja? Das ist, damit habe ich das ein bisschen gekapselt. Ich kann zwar noch bestimmen, dass es int, aber gucken, ob das wirklich in der Range ist, die der Größe der Matrix entspricht, das muss ich dann halt Runtime selber checken. Aber Jonathan war interessiert und es sieht ganz danach aus, als wenn man das vielleicht noch innerhalb von nächsten 8-9 Monaten das bekommt, dass man dann sozusagen eigenen Datentypen bauen kann, die dann auch auf Attribute zugreifen kann und dann kann ich mir einen eigenen Subtyp bauen, der dann sagt, zum Beispiel Zeilenindex so und so. Und die Überprüfung, ob das ein gültiger Zeilenindex ist, macht mir dann Perl 6 automatisch für mich. Ja, aber wie gesagt, dafür muss noch ein bisschen was unter der Haube noch gemacht werden. Ja, aber gut, wir haben es bis zur New-Methode. Und ich dachte, ich hatte nicht genug Stoff. Auch nichts Neues. Allerdings, eine New-Methode ist eine Methode wie jede andere. Und hat deswegen auch kein Zugriff auf die privaten Variablen. Deswegen, wenn ihr irgendwas eigene Werte setzen wollt in New, dann müsst ihr auch zugreifen auf die Submethod Build. Ja? Ist natürlich, wenn ihr jetzt die Werte einfach nur aufnehmen wollt, ist das alles kein Problem. Ja? Zum Beispiel, ihr habt ein Attribut namens B, dann gibt ihr nur den benannten Parameter an Bless an, B ist es der Wert und das wird dann automatisch gemacht, das müssen wir nicht. Aber wenn ihr ein bisschen eigene Magie oder ein bisschen eigene Technik da reinbauen wollt, wie ich das gemacht habe, das zeige ich gleich, dann müsst ihr halt euch eine eigene Build-Methode bauen. Ja? Und zwar, das habe ich gebraucht, weil es gibt zum Beispiel solche ID-Matrizen, ja, wo die Hauptdiagonale 1 ist, das ist sozusagen in der Matrix-Multiplikation das neutrale Element, so wie die 1 bei der normalen Multiplikation.
Und wozu muss ich die ganzen Zellen angeben, wenn ich eh nur ein Int angeben muss? Und zwar, das ist ja die Größe 3 und der Rest dann eh klar ist. Ja? Da ich natürlich diesen Default-Konstruktor nicht überladen wollte und die Signatur dann zu kompliziert wäre, weil wenn der eine String-Parameter den Wert hat, dann ist der andere Teil der Signatur ungültig. Das ist einfach viel zu hässlich. Ja? Ich glaube, einen sinnvollen Weg, den ich gewählt habe, ist dann halt New Identity. Das ist eine ganz eigene Methode. Ich meine, weil die New-Methoden sind eh ganz normale Methoden. Die bekommt halt den Int. Ja? Und dann wird halt wieder entsprechend Bless ausgerufen. Der Grund, warum ich eine eigene Build-Methode gemacht habe, ist, wenn es jetzt eine Identity-Matrix ist, kann ich jede Menge Eigenschaften, weiß ich schon vorher, die später teuer berechnet werden müssten, die ich jetzt schon gleich setzen kann. Ja, das heißt, ich kann die Informationen, die ich jetzt schon alle gewonnen habe, an das, über das Bless an die weitergeben, habe aber trotzdem immer noch einen Default-Konstruktor, der schnell und billig ist. Ja, es ist zur Erinnerung, ich habe mich versucht, soweit es geht, halt an die Defaults von Perl 6 zu halten. Und in Perl 6 hat man auch Datenobjekte, die sind halt Throwaway. Die werden einmal gebildet und da ändert sich halt nichts. Ja, wenn ich mal was Neues bilde, dann habe ich halt wieder ein neues Objekt. Ja, und genauso habe ich das hier auch aufgezogen. Falls ihr euch wundert, was das Schönes ist, ne, das ist auch ziemlich wichtig. Das ist sozusagen dieser erste Parameter. Das heißt, die Methode New Identity wird ja entweder auf den Classnamen oder auf Objekt aufgerufen. Ne? So wie man per 5 mit Objekt, Pfeil und hier halt mit Punkt. U heißt undefined und wenn dann D steht, wie er später im Beispiel gesagt hat, heißt defined. Das heißt, diese Methode würde nur funktionieren mit undefined. Das heißt, ich könnte nicht praktisch Sachen, ein Objekt, also ein fertiges Objekt und damit New Identity machen. Ja, da würde mir fehlschlagen, weil da habe ich ja schon definiertes Objekt und das ist die Zeile habe ich dann, oder den Teil der Zeile habe ich eigentlich gestern Abend rausgeschmissen, weil ich habe dann nochmal nachgeguckt, weil das Standardverhalten von Perl 6 eigentlich ein anderes ist. Das hätte ich auch nicht gedacht. Da kann man sich natürlich ein beliebtes Objekt, zum Beispiel die Zahl 5, ne, ein Objekt des Typs Int. Wenn ich jetzt int.new und dann in die runden Klammern hinter new eine 3 reinsetze, was bekomme ich? Ein Objekt Int mit dem Wert 3. Ja? Und da das halt der Standard ist, habe ich mich dem angepasst und das hier rausgemacht und das sozusagen gilt das dann für definierte und auch undefinierte Werte. Ja. Genau, hier habe ich das nochmal schön erklärt. Der undefinierte Wert, na komm, der wäre das in Ordnung, ne? Wenn ich Matrix New Identity werde, der passiert die Matrix, ne? Weil dann kriege ich nur Matrix, das ist dann sozusagen ein Typobjekt. Ich sehe schon, entweder muss ich 10 mal so schnell sprechen oder wir kommen nicht durch. Ja? Wenn ich hier ein D machen würde, wie für definiertes, dann ist das die objektorientierte Aufruf. Ja, und wie gesagt, Zero, jetzt ein Zero-Matrix, das gleiche Spiel. Und ich habe noch ein paar andere. Ja? Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, ich habe halt einen Default-Konstruktor, der halt schnell und einfach billig ist. Und dann halt besondere Konstruktoren, die dann schon teure Properties setzen und sozusagen die Matrix für mich aufbauen mit aus zwei, drei Werten. Ja, und halt eine eigene Bildmethode, die die eigentliche Arbeit für das alles verrichtet. Ja, und das ist an der Stelle sinnvoll. Im Gegensatz dazu hatte ich eine andere Methode, die heißt Norm. Ja, also Matrix-Norm. Eine Norm ist eigentlich nur eine Zahl, die mir was qualitativ aussagt für euch, die ihr sowas nicht hattet. Ist nicht so wichtig. Standardmäßig, was man meistens will, ist wie PQ-Norm, so L1, L2. Es gibt auch noch andere Normen, die man von Matrizen haben kann. Und hier habe ich halt einen anderen Weg gewählt. Und der weicht zwar von denen ab, aber halte ich auch wieder sinnvoll. Weil es gibt ein Multi-Method-Dispatch und das sollte man auch nutzen. Wie gesagt, bei New wollte ich das ja nicht unbedingt machen, weil auch die Signaturen hässlich gewesen wären. Aber hier ist das wunderschön. Da habe ich halt einfach einmal eine Methode Norm, wo ich halt die PQ-Werte habe, die man auch beide optional, das erklärt man mit dem Doppelpunkt da vorne. Das heißt, wenn man die beide
weglässt, dann hat man die einfache L2 oder auch Euklidische Norm, alles ist in Ordnung. Und man könnte, und dann habe ich aber auch Mildtun, zum Beispiel, wenn man die Zeilensummennorm hat, ja, das heißt, das ist die größte Zeilensumme einer Matrix, ja, entweder entspricht. Das heißt, das ist eigentlich auch das Gleiche, was ich vorhin auch gemacht habe. Ne? Ich bekomme einen String als einzigen Parameter und der muss gleich rowsum sein. Ne? Und dann wird das berechnet. Und das heißt, so habe ich noch die restlichen Matrizen berechnet und die Aufteilung, welche Methode ausgeführt wird, das macht mir halt das Multi-Method-Dispatching. Ja? Und diese Signaturen sind nicht zu kompliziert. Ja? Und ich habe halt eine dedizierte Methode, die Norm heißt und die für die ganzen Normen zuständig ist. Ja? Das fand, ja, an der Stelle war das eine saubere Lösung. Ja? Vorsicht, Clone ist Shallow Cloning. Das heißt, ich meine, da ich hier eh Throwaway-Objekte habe, spielt das keine Rolle, aber da das ja Arrays of Arrays sind, habe ich mich ums Cloning selber gekümmert, ja, um da wirklich Deep Clones zu haben. Das ist gut zu wissen, ja, sonst läuft er da in eine Falle rein. Ja. Methode Perl sollte man unbedingt bereitstellen, weil das ist eine Standard. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Inhalt meines Vortrags. Ja. Minuten. Gut, weil das sind so solche Standards, die man halt bereitstellen sollte, weil das erwartet man einfach, wenn man ein Modul für Perl 6 bereitstellt, dass ich auch eine Methode Perl habe und die mir das praktisch rausspuckt, was, wenn ich es evaluieren würde, wie das Objekt selber erstellt. Ja? Das ist auch im String-Kontext, genau. Oder im Bool-Kontext, was halt, wenn es halt keine Nullmatrix ist, ja, das, dann wäre es wahr. Ja, oder im numerischen Kontext. Die Größe wäre ein bisschen sinnvoller, weil die Anzahl der Elemente nicht ganz so aussagekräftig ist, aber Numeric heißt nun mal Numeric einzelner Wert. Ja, und dann habe ich halt die, so ähnlich wie beim Array die Anzahl der Elemente halt. Ja, das sind so Sachen, die erwartet man eigentlich von irgendwelchen Datenobjekten, dass die im Boolschen und numerischen und String-Kontext sind angeben. Ja, und das muss man sich halt Gedanken machen, dass man solche Methoden implementiert und was Sinnvolles zurückgibt. Ja? Oder auch eine Methode GIST, weil Say, also sozusagen der Standardprint, ruft GIST auf und dann und zum Beispiel GIST für eine Liste schneidet nach 100 Elementen ab, weil man natürlich nicht Spam haben will. Und das, weil es halt der GIST für die Matrix hat, es schneidet am rechten Rand meine Standard-Terminals ab und hat mir schöne Tabellendarstellung. Nach 20 Zeilen ist halt auch Schluss. Ja? Und wenn man halt trotzdem alles haben will für einen Output, einen File, habe ich halt die Methode Full. Ne? Dann hat Matrix Full und dann kann ich immer noch... Gut. Ja, für Smart Matching, eine Accept. Ja gut, jetzt ging es erst richtig los. Gut, Folien, warte mal. Genau. Ja. Nee, warte mal. Jetzt bin ich. Gut, erzähle ich noch was Lustiges am Ende. Ich bin jetzt übers Ende. Ja, eine von den lustigen Sachen ist, wo man halt aufpassen muss, dass das gibt, das ergibt und das ist dann wieder plötzlich Error, das funktioniert, das ist das eine Error und das andere nicht, weil halt Minus ein bisschen andere Bedeutung hat und Minus eher mal zum Namen dazu gehört, als wenn nicht, aber Plus und Mal wieder doch nicht und da muss man ein bisschen aufpassen, wie das matcht, das war eins der lustigen Sachen. So, Listen flatten nicht von alleine, muss man auch höllisch aufpassen, was man Stellen so in runden Klammern List machen. Das war so. Wie gesagt, Vortrag wird lichtkind.de Vortrag, da werden die Folien auch sein. Hoffentlich auch verlinkt auf der Aktseite. Ja. Normal, ja klar, nee, ist schon. Da habe ich, weil das meine Standardseite dafür ist, okay. Das habe ich schon. Gibt es noch Fragen? Das fand ich auch witzig, dieses Monkey See No Evil. Das ist so das Safety Pragma, wenn man überhaupt überall einsetzen muss. Und das war auch so eins der Fallen, aber nein. Hast du als Modulautor auch Lob bekommen von Anwendern? Ich habe 6 Sterne, also das ist im Durchschnitt eigentlich. Ja. Okay. Okay, danke.